Matthias, herzlich willkommen bei TV Total. Heute mit dem TV Total Tipp zum Wochenende und zu Gast Sexy Ingolf Lück. Und hier ist Ihr Gastgeber, Sexy Stefan Raab. Herzlich willkommen bei TV Total heute Abend, meine Damen und Herren. Ich wage mal eine kühne Behauptung. Ja? Heute Abend, ich glaube, das wird die beste Show des letzten halben Jahres, wenn Sie mich fragen. Ja. Und ich habe eine Schlagzeile für Sie gefunden. Schauen Sie sich das an. Ja, das fand ich interessant. Ja? In Hamburg, das gab es noch nie. Huren verlosen Gratis-Sex, meine Damen und Herren. Ja? Das nenne ich mal eine Tombola für einen guten Zweck, oder? Mit so einem Körbchen. Hier, jedes zweite Los, ein Treffer. Super, oder? Wenn meine Mitarbeiter gratis Sex wollen, stellen wir einfach neue Praktikantinnen ein. Ja? Wenn Sie jetzt eine Niete, wenn Sie da mitgemacht haben bei der Verlosung und Sie haben eine Niete gezogen, heißt das natürlich nicht Niete, sondern ein Rubbellos. Ja? Hamburg! Das sind doch mal Botschaften, oder? So, dann noch was Interessantes, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben hier. Die SPD, meine Damen und Herren, möchte eine Einheitsschule. Ja? Bisher war das ja so, wenn Sie doof waren, ja, dann sind Sie aufs Gymnasium gegangen. Ja? Wenn Sie super doof waren, sind Sie auf die Hauptschule gegangen. Ja? Und wenn Sie unfassbar unbeschreiblich doof waren, haben Sie direkt die RTL-Clubkarte bekommen. Ja? Und jetzt aber eine Einheitsschule. Ja, wo bis zur 9. Klasse, glaube ich, oder? Doofe und nicht so doofe, ja, in eine Klasse gehen. Das heißt, am Ende sind alle gleich doof. Das finde ich persönlich gut, ja, das begrüße ich sehr. Ich glaube, den Kindern ist es aber egal, glaube ich, auf welche Schule sie kommen, oder? Hauptsache, dieses schwulen rosa Nashorn aus dem Jamba-Monatspaket ist in der gleichen Klasse, ja? Ja, soweit ist es doch schon. Das Einzige, was zählt. Dann was Interessantes von Vox in Süddeutsche TV. Eine High Society, eine Jet-Set-Baronin erzählt, was für sie Glück ist. Schauen Sie bitte. Glück ist, am einen Morgen aufzuwachen, sich in völliger Form zu fühlen und sagen, ja schau, wie schön das Wetter jetzt wieder ist. Paradies hier in Monaco, Paradies ist in Miami, sowieso jeden Tag Paradies. Das Wetter, dann geht man irgendwie Golf spielen mit Freunden, dann lacht man 9 Löcher lang oder 18, wenn man die Lust hat dazu. Und dann geht man und hat einen kleinen Lunch und da kommt ein kleiner Vogel an diesem Baum und der zwitschert, das ist Glück. Ja, so einfach ist das, ja. Kommt ein kleiner Vogel. An einem Baum vorbei. Und dieses kleine Vögelchen hatte gar keinen weiten Anflug, denn es kommt ja direkt aus ihrem Kopf, ja? Ja. Das ist Glück für Sie, ja? Seit ihrer Lippen-OP weiß sie auch, was Pech ist. Ich glaube, ja. Und da hat sie den Eindruck, dass bei der Faltenbehandlung so ein bisschen Botox ins Gehirn gesickert ist, oder? Ja. Für mich, die Definition von Pech ist für mich, wenn Sie den Fernseher anmachen und müssen sich so eine Scheiße anhören. Das ist für mich Pech. Ja. Jetzt was Interessantes von hier und heute aus dem westdeutschen Fernsehen. Und zwar, da ist eine junge Frau zu sehen, die kümmert sich um Tauben, um arme Tauben, denen es nicht gut geht. Sie guckt immer so auf der Straße, sieht sie irgendwo eine Taube, die vielleicht nicht mehr flattern kann oder die humpelt und so. Kennen Sie doch Tauben, oder? Diese Drecksviecher, die Seuchen und Krankheiten mit sich rumtragen, die Ratten der Lüfte. Ja? Und da ist also diese Frau, die sich liebevoll um diese
Teile kümmert, ja. Und ja, weil wenn sie eine Taube sieht, der es nicht gut geht, eine lahme Taube, die was am Bein hat, dann möchte sie die natürlich einsammeln und zur OP ins Krankenhaus bringen, Prothese, ja. Live-Übertragung bei RTL, erste Taubenprothese, live mit Markus Lanz, ja. Und dann wirklich alles mitbegleiten, 6 Wochen Reha, schwimmen mit Delfinen, ganze Abteilung. Ja, so eine Frau, eine Tierschützerin, die ist da, hat gesagt, da oben ist eine Taube, die sitzt da oben auf so einem Pfeiler und die kann nicht mehr laufen und die kann nicht mehr fliegen. Ich muss was tun, ich bestelle die Feuerwehr. Und zwar nicht einen kleinen Wagen, sondern einen richtig großen mit 6 Spritzen, 7 Mann Besatzung, ja, und 50.000 Liter Wassertank. So, und dann kommt die Feuerwehr und möchte die Taube retten. Und schauen Sie bitte, was passiert. Die Feuerwehr tut ihre Pflicht. Schließlich hat Elisabeth Hess auch schon häufig geholfen, wenn die Feuerwehr mal nicht wusste, wohin mit einer verletzten Taube. Und so arbeite man Hand in Hand mit dem Tierschutz. Das Drama um die humpelnde Jungtaube geht weiter. Nee, wir müssen die... Ich komme so nicht ran, es tut mir leid. Scheiße! Oh nein! Der ganze Aufwand für nichts. Vorbei. Es tut mir leid. Ist okay, können wir es abbrechen. Ich dachte, die wären nicht flugfähig, weil dann wäre es ein akuter Notfall gewesen. Ich glaube, da war der Feuerwehrmann sehr erfreut. Ja. Ich glaube, wenn bei dir zu Hause mal brennt, ja, und die ruft die Feuerwehr an und sagt, aha, ja, dann sagen Sie doch mal erstmal, muss ich in mein Navigationssystem eingeben. Wo wohnen Sie? Wir sind in 3 Stunden bei Ihnen. Ja. Toll, oder? Die arme Taube. Für sowas gibt es ja normalerweise Rentner mit Luftgewehr oder so. Ja. Ja. Muss man dafür die Feuerwehr rufen? Ja. Ich weiß, ist die Feuerwehr für sowas überhaupt zuständig? Ja, bei mir auf der Windschutzscheibe hat sich zum Beispiel gestern eine kleine Fliege das Genick gebrochen. Rufe ich die Feuerwehr? Nee, Wischwaschanlage. Ja, wunderbar, oder? Ja, jetzt ist die Taube weggeflogen, müssen wir wohl den Rettungshubschrauber anrufen. Toll, was Tierschützer alles leisten in diesen harten Tagen, wo wir wirklich keine anderen Probleme haben, meine Damen und Herren. Dann was Schönes beim MDR in der Sendung Hier ab 4 war Schauspieler und Charakterdarsteller Manfred Lehmann zu Gast. Den kennen Sie bestimmt aus einigen Filmen. Und er bekommt ein tolles Geschenk von der Hier ab 4 Redaktion. Und schauen Sie mal, ich glaube, er freut sich riesig. Ich sage erstmal Dankeschön, dass Sie heute hier waren. Möchte mich ja bei Ihnen bedanken mit unserem Firlefanz. Das ist unser Maskottchen. Da weiß ich schon, wer sich freuen wird. Ja, das glaube ich aber nicht, dass Sie den das Enkelin schenken. Immer unsere Zuschauer, die hier sitzen, unsere Gäste meine ich, die sagen immer, oh, den nehme ich mit für unser Kind oder für unsere Enkelin. Der ist für Sie, soll Ihnen Glück bringen. Und das ist unser Restaurantführer mit den Tipps von unseren Zuschauern, wo es hier in Sachsen-Anhalt und Thüringen am besten schmeckt. Dankeschön, danke, dass Sie hier waren. Ich weiß auch schon, wer den... Ja, ich weiß auch schon... Ich weiß auch schon, wer den kleinen Firlefanz bekommt, meine Damen und Herren. Der ist für den kleinen eBay. Für den kleinen eBay, der kriegt den. Ja. Und jetzt wollte er sich damit natürlich nicht zufrieden geben mit dem Restaurantführer und dem Firlefanz, so heißt diese Figur da. Ja. Sondern, wenn Sie jetzt gucken, ist er eigentlich schon raus aus dem Bild. Ja. Der zockt sich noch die Flasche Wein vom Tisch. Ja, gucken Sie mal bitte. Ein Sitzsack ist gemütlich und lässt sich ganz einfach selber machen. Wie, das sehen Sie im Deko-Tipp. Versicherungsmakler werden damit unabhängig zu sein. Echt? Das war sein Hemd. Guck mal. Hat wahrscheinlich auch gedacht, ihr habt wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ihr bestellt mich hier ins Studio und lasst mich hier mit einem Firlefanz und einem Hotel-Restaurantführer rausgehen. Verstehst du? Dann nehme ich die Pulle Wein noch mit, dann kann ich mir diesen Firlefanz schön saufen. Ja?
Man nennt das übrigens auch das Wolfgang-Lippert-Syndrom. Ja? So. Das Oktoberfest, meine Damen und Herren, ist wieder im Anmarsch. Nächste Woche geht's los. Oder jetzt schon am Wochenende, oder? Jetzt schon am Wochenende geht's los. Das Oktoberfest, oder wie es in München heißt, das große Uschiglas Schönsaufen. Ja? Und es gibt drei Gründe, meine Damen und Herren, warum das Oktoberfest, der Oberhammer ist. Hier sind drei gute Gründe, warum das Oktoberfest der Oberhammer ist. Grund Nummer 1. Was ist München ohne die Wiesen? Richtig, Herr Blanco. Nur auf dem Oktoberfest lernt man wirklich was über die bayerische Kultur. Wie man richtig zapft. Oh, nenn mal ab! Wie man richtig singt. Und wie man richtig tanzt. Na, was gelernt? Ja, also ich muss sagen, dieser Abend ist für mich auch intellektuell besonders wertvoll. Ich habe auch schon was gelernt. Und so Grund Nummer 2. Was ist München ohne die Wiesen? Stimmt, die Wiesen ist ein Riesengaudi für alle Besucher. Während die Männer sich sinnlos besaufen, betreiben die Frauen lieber niveauvolle Konversation. Muschipatte! Kinder hingegen fahren am liebsten Achterbahn oder treffen sich an einem der zahlreichen Schießstände. Grund Nummer 3. Was ist München ohne die Wiesen? Jawohl, die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Region sind enorm. Von jedem eingenommenen Euro gehen mindestens 20 Cent in neue Plastikgabeln. Von jedem verkauften Liter Bier gehen 6 Euro an das deutsche Kinderhilfswerk. Und von jedem getrunkenen Liter Bier gehen 0,7 Liter in Ottfried Fischer. Eine schlechte Nachricht zum Schluss. Der Marktpreis übersteigt dieses Jahr erstmalig die 7-Euro-Grenze. Deshalb steigen Sie auf andere Genussmittel um. Oder trinken Sie wenigstens nicht alles auf einmal. So, meine Damen und Herren, dann haben wir was Interessantes für Sie. Und zwar, auch beim MDR in der Sendung Hier ab 4 war eine Schauspielerin zu Gast aus der UFA-Zeit. Damals, als noch die großen Filme gedreht wurden, in den 20er Jahren, in den 30er Jahren, in Berlin. Und da war sie schon dabei. Sie ist mittlerweile 94 und hat von ihren Erlebnissen erzählt. Ihr Name ist Carola Höhn. Ja, und der Moderator macht mit ihr jetzt eine Schnellfragerunde, ja, ein paar Sachen abzufragen, Lieblingsfarbe, Lieblingsessen und so. Und bewusst sagt er auch, wir machen jetzt eine Schnellfragerunde, weil es soll ja auch eine Schnellfragerunde sein. Ja. Und zunächst wird sie nach ihrer Lieblingsschauspielkollegin gefragt, schauen Sie hier. Und unsere Carola Höhn muss sich jetzt durch die Schnellfragerunde kämpfen, wird ihn einfach... Vor allem denke ich mal, das wird gar nicht so schwer. Ich gebe Ihnen ein paar Begriffe vor und Sie sagen Ihnen ganz schnell, was Ihnen dazu einfällt, sagen Sie uns. Ja. Lieblingsschauspielkollegin. Oh Gott, ja, das ist gar nicht so einfach. Da gibt es mehrere. Nennen Sie eine. Was? Nennen Sie ja, eine. Die das haben, die haben das oder sie haben es nicht. Also das. Wer war die Liebste? Die liebste Kollegin vor der Kamera oder auf der Bühne? Wollen Sie einen Namen nennen? Ach nein, lieber nicht. Lieber nicht. Ja. Carola Höhn. Die möchte man in der Wahlkabine nicht vor sich haben, oder? Mensch, geh doch weg da. Ich muss jetzt auch mal ran hier. Ich hab doch gar nichts getan. So, und jetzt die Frage nach dem Lieblingsfußballer. Schnellfragerunde. Aber einen Lieblingsfußballer haben Sie? Ja. Wer ja, ist das? Ja. Die Fußballer, ja, die habe ich. Die Wen haben Sie am liebsten? Da gibt es einen. Der kommt aus Sachsen. Ja, das sind die Sachsen vielleicht, die sind sogar gut. Ja, aber der Ballack, den loben Sie doch über den grünen Klee. Ja, das wollen Sie jetzt nicht verraten, ne? Ja, doch, der ich finde es wunderbar, den Ballack. Ja, es geht doch, ja. Super.
Jetzt Schnellfragerunde. Lieblingsgericht und Lieblingsblume, bitte. Lieblingsblume? Oh, ja, 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 ja. Eine Rose, auf alle Fälle. Und Lieblingsessen? Oh Gott, das wechselt. Ja, das wechselt. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt die Lieblingsfarbe. Lieblingsfarbe. Farbe, ja. Ja, das wechselt auch immer. Ja, wechselt auch. Mhm. Aber ich würde sagen, also ja, von ungefähr Dings bis. Alles. Alles. Ja. Super. Verständlich, dass Ihre Karriere zu Ende war, als der Tonfilm kam, meine Damen und Herren. So, jetzt aber noch zum Schluss noch eine Frage. Sie wird noch gebeten, eine Anekdote über einen mittlerweile verstorbenen Schauspielkollegen zu erzählen. Jetzt schauen Sie sich bitte das hier an. Der hat ein bisschen herumgestottert. Das kann ich gar nicht so gut nachmachen, wie er das gemacht hat. Und was war das mit dem Gebiss immer? Ja. Wir können es ja heute erzählen. Er guckt ja von oben zu. Er guckt zu. Hallo. Ja. 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 Toll, oder? So, meine Damen und Herren, ich möchte jetzt Sie bitten, dass Sie den Kollegen, der jetzt gleich hier zu uns kommt, begrüßen. Und zwar mit einem... Er guckt zu, hallo. Ja? Sie kennen ihn alle, ich brauche gar nicht mehr zu sagen, was er macht, wer er ist, meine Damen und Herren. Hier ist Ingolf Lück. Meine Damen und Herren, mal wieder bei uns. Der wunderbare Ingolf Lück. Hey, Braun auf Braun. Ja. So, Ingolf. Ich wusste nicht, dass du braune Sessel hast. Sonst hätte ich sonst hättest du dir nicht den Anzug angezogen. Ja, genau, ja. Hast du den nicht immer an, wenn du kommst? Oder hast du nicht nur den einen? Na, ich meine, das ist ein schöner Anzug. Ich meine, gut, du bist einer der wenigen Leute, die mich in meinen weißen Strapsen kennen. Aber das ist natürlich klar, dass du ein bisschen enttäuscht bist. Nee, das ist mein Raab-Anzug. Ich habe einen Kerner-Anzug, Beckmann-Anzug. Ach so, okay. Ja, ja, ja. Okay. Ist alles so, ist so schön irgendwie. Und einen noch für Beerdigung. Also das ist ja gleich wie bei Beckmann. Ah, okay. Ja. Ja, 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 ja. So, Ingolf, es gibt jetzt am, am Freitag, ne? Ja, Samstag. Am Samstag. Am Samstag einen weiteren Teil der Erfolgsserie Die Nervigsten. Ja. Nervigsten. Ja. Die 100 Nervigsten. Die 100 Nervigsten. Ja. Beim ersten Mal waren es die 100 Nervigsten Promis. Ja. So, da habe ich sie auch auf Platz, wie viel geschafft? 25? Ja, ich glaube sogar noch ein bisschen höher. Echt? Ja. Ja. So, dann gab es was? Ich weiß es nicht mehr. Die 100 nervigsten internationalen Promis. Richtig, genau. Ne? Ja. Und dann gab es die 100 nervigsten Popsongs. Ja. Da habe ich es auch mit zwei Titeln direkt in die Top 20 geschafft. Ja. Ja. Und ich kann dir sagen, du bist... Was gibt's jetzt? Die 100 nervigsten... Sommerhits. Sommerhits. Die 100 nervigsten Sommerhits aller Zeiten. Bin ich dabei? Ja. Mit was denn? Ich habe noch nie einen Sommerhit gehabt. Du bist, ja, wir haben da ein bisschen, wir haben uns nicht ganz ernst genommen. Doch, du hast zum Beispiel Birdie Vogts. Ja? Das war, ja, ja. Ja, gut, ey, das war 94. Aber nicht nervig. Also Vogts hat angerufen und hat gesagt, ich will das gerne dabei haben. Ja, okay, okay. Und, bin ich zumindest wieder auch irgendwo in den Top, darf man schon was verraten? Top 20, Top 30? Ja, du bist in den Top 20. Top 20. Das darf ich verraten. Ich bin der Einzige, der das weiß, deswegen verrate ich jetzt ein Geheimnis. Und du bist auch noch dabei mit Jürgen Drews zusammen. Mit einem Bett in Kornfeld. Das aber zu Recht. Das zu Recht. Ja, das, ja. Da muss ich sagen, das zu Recht. Ja. Da auch, auch so weit oben oder weiter hinten? Du bist sehr weit oben. Okay. Aber nicht Top 10. Ah. Naja, gut. Also ich will auch nicht zu viel verraten. Aber, die vorderen Plätze. Du, es handelt sich ja. Möchtest du auch nicht, darfst du nicht nein, verraten. Es handelt sich ja immerhin um die 100 nervigsten Sommerhits aller Zeiten. Sind auch diese rumänischen Halbsänger dabei, die hier. Du meinst. Maya hi. Ja, ich meine. Nee, ich glaube, das nervt eigentlich immer, da kann man ja vor flüchten. Wenn man weiß, irgendwo wird ein Radio angemacht, macht man das schon gar nicht mehr an, weil er wieder kommt. Ja. Ja.
Aber ich mein, jeder Idiot hat das ja auch noch als Klingelton. Ich meine vor allem, wir haben auch die Möglichkeit, in der Sendung alle nominierten Titel per Klingelton in der Sendung runterzuladen. Ich mein, das solltet ihr mal machen, die 100 nervigsten Klingeltöne. Ja, das wir haben nämlich mal vor der Sendung, Ingolf, wir haben vor der Sendung mal unser Publikum nach ihren Telefonnummern gefragt. Ja? Ehrlich? Und jetzt dürfen Sie mal was machen, meine Damen und Herren, was Sie sonst nie machen dürfen im Fernsehen, weil sonst die ganze Technik flöten geht. Sie machen einfach mal Ihre Handys an. Ja? Schalten Sie einfach mal alle Ihre Handys an. Und jetzt bin ich mal, hast du auch ein Handy dabei? Man hat mir gesagt, ich soll mal eins mitnehmen, ich weiß nicht wofür. Mach mal an. Boah, ja, was hast du denn für ein Apparat? Ja, das ist ja das auch ein DDR-Handy. Im handlichen Kofferformat. Das ist alles, da habe ich alles drin. Hast du das nicht? Haben doch alle. Ich habe gar kein Handy. Nein? Nee. Das ist gut so. So, jetzt, hier, pass auf. Jetzt suchen wir uns einfach mal einen Namen aus. Ja. Und dann raten wir mal, was derjenige für einen Klingelton drauf haben könnte. Okay. Ja? Okay. Pass auf, sag mal einfach hier, halt mal deinen Finger hin und sag einfach mal Stopp. Ich fahr da so drüber. Und ich sag mal, Stopp. Da, Stopp. So. Annika Holst. Wo ist sie? Annika, ja, einmal kurz aufstehen, genau. Ja. Annika, hallo. Annika, so, bin gespannt. Ja. Vielleicht noch kurz was zur Person, dass wir einschätzen können, was sie vielleicht auf dem Ton hat. Wo kommen Sie her? Aus Erkrath, aus der Nähe von Düsseldorf. Aus der Nähe von Düsseldorf, das ist... Tote Hosen Tote vielleicht. Hosen vielleicht, ja. Wie alt sind Sie? 21. Was machen Sie beruflich? Studentin. Ah, Studentin. Dann weiß ich's. Was? Pur Abenteuerland. Nee. Aber wir probieren es mal aus. Ich bin gespannt. Ich glaube, Sie sind nicht so jemand, der sich da diese Monatspakete runterlädt. Sie sind jemand, der einfach sagt, hier, ich nehme einfach Preset. Was haben Sie denn für eine Marke? Welches Handy? Nokia. Dann haben Sie wahrscheinlich... Weißt du, die Leute, die zu faul sind, sich einen anderen Ton drauf zu machen. Ja? Oder das Menü einfach nicht verstehen. Ja. Ich rufe einfach mal an. Jetzt habe ich hier Annika. So, jetzt rufe ich Sie einfach mal an. Ich verrate Ihre Nummer natürlich nicht. Halten Sie bitte neben das Mikrofon. So. Wie lang sind die Nummern heutzutage? Achtung, jetzt muss es gleich klingeln. Ich weiß selber nicht, wie der heißt, ehrlich gesagt. Nicht abnehmen! Ich höre es nicht. Kann man das hier auch auf die Monitore schalten? Ich höre nichts. Ja, kenne ich. Ja, super, hätte ich nicht zugetraut. Das ist so gut, oder? Ja. Annika Holst. Ja. Wir müssen mir das hier auch, dass ich das hier auch hören kann auf den Monitoren, wisst ihr? So, wir suchen noch einen raus, komm. Ingolf. Ja. Mal einen Mann. Anderen Zettel. Ja. Stopp. So, das ist eine Frau. Entschuldigung, ein Mann. Ja. So. Zack. Okay. Oh, hier. Jo, den nehmen wir. Thorsten Schumacher. Thorsten. Thorsten Schumacher, wo sind Sie? Da, hey. Thorsten Schumacher, hallo. Thorsten, hallo. Thorsten, ich nehme an, aus Kerpen? Bergheim eigentlich. Aus Bergheim kommen Sie, ja, ähnlich. Ja, dann weiß ich schon. Ja. Ich glaube, wir werden jetzt einen alten Holzmichel hören gleich. Ja, echt, sowas? Ja, sowas. Was haben Sie denn für ein Handy? Was ist das für eine Marke? Nokia. Nokia. Haben doch alle. Aber das ist schon ein älterer Typ, oder? Ja. Haben Sie wahrscheinlich, da ist noch so eine echte Metallglocke drin, oder? Ja, fast. Ja, was meinst du? Ja, das schwierig. Das ist ein Monophon. Ja, Monophon, ja. Also Boygroup würde ich schätzen, ja. Sowas. Nein. Oder Sie so sehen so aus, Sie machen Skiurlaub, oder? Sie fahren auch Skiurlaub, oder? DJ Ötzi. Ja, DJ Ötzi, irgendwie sowas. Glaube ich auch. DJ Ötzi. Oi, Bieber, I wanna know. Ja, glaube ich auch. Ja. Ich rufe Sie mal an, ich bin mal gespannt. Also. Ja. So. Glückwunsch! Da
gedacht, hätte man nicht zugetraut. Oder Nein. Ein klassisches Werk. Ja. Auf einem Handy-Klingelton in dieser... Das macht er, wenn er samstagabends rausgeht, heute sich das an und dann geht er raus. Ja. Ja. Ich rufe jetzt, wollte ja dich nochmal anrufen. Ja, was hast du für ein Klingelton? Das kann auch so Polyphon, oder? Das kann das auch. Kann eigentlich alles. Ich kann mich sogar rasieren. Ja. Ja. Ich glaube, du bist ein kreativer Typ. Du hast bestimmt irgendwie so selbst was da rein. So. Ja. Oder geh weg. Sowas, weißt du? Ja, ruf mal an. Wo die Leute, wenn du in der Bahn stehst, ja. Ich ruf mal an. Wenn ich in der Bahn stehe, genau. Wir fahren ja so oft mit. So. Wie willst du sagen, du fährst nicht mehr Bahn? Doch, ich fahr Bahn. Ich bin aber Fußgänger. Ich kann in Köln, kannst du alles zu Fuß. Ich bin der Fahrer. So. Jetzt muss es gleich klingen. Ich bin gespannt. Ja, Junge. Geh mal ran am Telefon hier. Dein Vater ist hier. Nun los, Mann. Ran geht's. Deine Mutter hat die Wäsche fertig, alles frisch gebügelt. Die ganzen dreckigen Unterhosen. Das bist du selber, da habe ich ja richtig geschrieben. Das ist mein Vater. Das ist dein Vater? Linsensuppe. Das ist ja nicht der Vater? Dich, du. Nee. Geh mal ran, du Student. Los. Das ist dein Vater? Ja, das ist auf jeden Fall Klingelton. Super, das ist eine schöne, super Idee. Klingt aber wie du. Ja? Klingt wie du. Das mag die Familienähnlichkeit. Aber, danke. Ja. Nee, das war dein echter, ich stimme deines echten Vaters? Ja. Das klingt wie du in der Rolle von diesem, komm ich jetzt im Fernsehen, weißt du? Ja, ich habe ja auch überlegt, ob ich mir jetzt die Sachen runterlade, die in diesem Sommer aktuell waren. Ja. Ja? Ozone zum Beispiel, Dragostea Tinte. Das ist halt super, das ist ein toller Hit. Das sind ja, das wissen die wenigsten Moldawier, die in Rumänien wohnen und von einem Italiener produziert werden. Ich finde ja, das ist das beste Argument gegen ein vereintes Europa eigentlich. Ja. Und, oder was wir ja auch so toll fanden, die Randfichten. Die Randfichten, ja. Lebt denn der alte Holzmichel? Nein. Doch. Aber das nervt nicht so, weißt du, weil es nicht immer uns ja, macht. Ja, ja? Ja, stimmt. Ja, ja, wirklich. Ja. Und außerdem, die Jungs, da merkt man wirklich, die können das Geld gut gebrauchen. Ah, genau. Ja, weißt du schon, was du am Wochenende im Fernsehen gucken willst, außer deiner Sendung? Nein, du weißt es noch nicht, deswegen haben wir jetzt die großen TV-Total-TV-Tipps zum Wochenende. Sehr gut. Ist der dritte Schreibraum auch voll? Hallo. Ja, auch noch? Hallo. Okay. Die anderen Schreibräume sind voll. Ja. Dann kommen Sie hier rein. Kommen Sie rein. Komm. Hallo zurück. Hier sind wieder unsere TV-Total-TV-Tipps zum Wochenende. Na, freuen Sie sich schon? Die Frage habe ich erwartet. Schon lange. Und Sie? Ich kann es nicht vertragen. Ich muss mich staunend aufstoßen. Wieso? Ist doch immer lustig. Zum Auftakt empfehlen wir im ZDF die lange Nacht der Kleinkunst. Da heißt es Vorhang auf für faszinierende Musik. So stell ich mir die Liebe vor. Brillante Puppenspieler. Die ist ja zum Umfallen schön. Papa, Papa, Papa. Was ist denn, Christinka? Er gefällt mir gut. Er hat so warme und freundliche Augen. Aber ich kann ja nicht heiraten. Ich hüpfe. Atemberaubende Melodien. Und verblüffende Bauchredner. Entschuldigung, mal eben, Frank Rossi? Ja, hallo, wie geht's dir so? Ja, ganz gut. Was ist denn los? Was willst du? Ich bin hier gerade im Fernsehen. Nee, bist du nicht. Aber Achtung, auf der Bühne nicht zu sehr verausgaben. Sonst schlägt's auf den Magen. Weiter geht's auf Arte. Der Boxer und die Friseuse. Hier sind die beiden. Gänsehaut. Reibend. So sieht der Boxer übrigens aus, seit er mit der Friseuse zusammen ist. Und so sieht die Friseuse aus, seit sie mit dem Boxer zusammen ist. Gleich eins aufs Maul. Am Samstag legen wir Ihnen Der kleine Bär ans Herz. Das ist die Geschichte von einem kleinen, putzigen Tollpatsch, der zu einem großen, putzigen Tollpatsch heranwächst. Na, na, lieber Bär, wer so unartig ist, wird natürlich bestraft. Und wenn das nochmal passiert, heißt es bald... Der alte Bär ist tot und sein Käfig leer. Weiter geht's auf RTL 2 mit Der Gendarm von New York. Hier schon mal ein Vorgeschmack. Moment mal. Wie denn Darm? Nicht Gendarm. Ups, mein Fehler. Eigentlich geht's um einen Polizisten,
Gut, Polizisten haben natürlich auch Därme, aber nicht so große. Am Samstagabend werden auf RTL Deutschlands beste Doppelgänger gesucht. Mit dabei sind täuschend echte Doubles von Rainer Kallmund, Thomas Gottschalk, Uschi Glas und Stefan Raab. Moment mal, welche von denen ist es denn? Ah, okay. Auch für den Sonntag haben wir Tipps in petto, denn es wird immer wieder Sonntag. Es wird alles wieder gut. Du musst ganz fest daran glauben. Hab ein kleines bisschen Mut. Um 17.45 Uhr sollten Sie die Berichte zu den Wahlen in Brandenburg und Sachsen gucken. Tausende von Ostdeutschen strömen am Sonntag an die Wahlurne. Dank DVU und NPD hat sich die Stimmung in der Ex-DDR merklich aufgehellt. Nach einem halben Jahrhundert ist es wieder vorbei. Die Mauer ist gefallen, wir sind wieder bereit. Die Begeisterung kennt keine Grenzen. Das sind die neuen Helden für Deutschland. Auch die letzten Zweifler konnten mit Argumenten überzeugt werden. Hören Sie nicht auf die rechtsradikalen Parteien, die sich als Wolf den Schafspelz der sozialen Gerechtigkeit überziehen. Schnauze! So, das waren unsere Tipps. Wenn Sie alles öde fanden, lassen Sie doch die Glotze mal aus und machen was Sinnvolles. Ja, falls Sie uns jetzt erst zuschauen, ein freundliches... Er kommt zu, hallo! Ja. So, dann haben wir einen kleinen Ausschnitt von meinem Kollegen Oliver Pocher, der jetzt direkt nach TV Total mit seiner spektakulären Sendung kommt. Ein kleiner Ausschnitt aus Rente Pocher für Sie, bitteschön. Hallo! Hi! Hi, grüß dich! Hi! Mensch, ich wusste gar nicht, dass der Playboy auch so gut hier in der Homo-Szene in Leipzig ankommt. Ich habe mich eben gerade total vertan. Du hast dich ja schon für uns ausgezogen. Wann denn? Wie konnte ich dich vergessen, Nadel? Wir haben hier hinten so einen kleinen Besprechungsraum. Da würden wir mal die Sachen einfach mal durchsprechen. Das mit der Besetzungscouch, ne? Nein, nein. Das ist mit uns nicht drin. Wir haben ein Besetzungsbett. Besetzungsbett? Oh, das ist ja toll. Hallo. Hast du schön gelesen? Ist nur für Männer. Tut mir leid. Das ist böse gemeint, aber... Schade. Tschüss. Ja, gleich bei Rente Pocher. Olli auf der Playboy-Party. Ja. So. Nochmal, am Samstag, schreiben Sie sich auf, am Samstag Ingolf Lück um 20.15 Uhr mit den nervigsten Sommerhits aller Zeiten. Was ist dein persönlich nervigster? Welchen findest du am nervigsten? Oh, das kann ich, ah, das ist schwierig. Ich muss ja da irgendwie auch, darf mich da nicht so festlegen. Aber ich glaube schon, DJ Bobo, Chihuahua, es ist, glaube ich, ganz schwierig, oder? Ja. Das ist, Gott sei Dank, war das nicht so ein großer Erfolg. Ja, ja. Aber, hier, aber bei uns ist es ein Erfolg. Hier, Himmelseher, everybody, ja. Wie geht das noch? Chihuahua hier, Chihuahua, Chihuahua. Ja, ja, genau, genau. Ja, ja. War ja auch in China ein Hit, Chihuahua, süß-sauer. Und, also das ist schon ziemlich schrecklich. Ja, ja, ich bin gespannt. Aber es ist insgesamt nicht auszuhalten. Das ist ja das Verrückte. Man macht eine Sendung, hofft, dass viele Zuschauer zugucken. Ja, aber das, was wir da bringen, ist eigentlich nicht auszuhalten. Ja. Also, wenn Sie das gucken am Samstag, es ist wirklich eine Qual. Das ist ja oft der Erfolg, weißt du? Man sendet was, was eigentlich nicht zu ertragen ist, nennt es Wetten, das und Millionen gucken zu. Ja? Natürlich, natürlich. Das Schlimme bei unseren Sommerhits ist ja, dass man sich an Sommerhits erinnert, die man schon längst zu vergessen gehabt geglaubt hatte. Ja. Ja, und die kommen dann wieder und du wirst sie nicht mehr los. Ja, ich meine, woran merkst du, dass du einen Sommerhit hast? Ja, wenn du auf der Beerdigung die Randfichten summst, dann hast du einen Sommerhit. Und dann wirst du das nicht mehr los und das ist schrecklich. Was war denn letztes Jahr noch der Sommerhit? Ach so, hier. Was? Nein. Nee, letztes Jahr war letztes Jahr? Ab in den Süden. Ab in den Süden. Ja, aber doch auch hier. Nein. Das war vorletztes Jahr schon? Das war vorletztes Jahr. Das war vorletztes Jahr. So lange ist das schon her, kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Aber dieses Jahr ist ja auch noch WoWo dabei. Was? Und all WoWo, da, da, Entresitade, un Cosica es, un Fiesta, Cola, Aseo, Aseo, Aseo.
dann lieber hau doch ab, du alte Scheiße. Ja, ich sehe schon. Müssen wir uns angucken, am Samstag um 20.15 Uhr die nervigsten Sommerhits aller Zeiten mit Ingolf Lück. Das war's von uns. Schönes Wochenende. Tschüss, bis Montag. Ingolf Lück.